So, moin's liebe Eobami, mein Internet ist gerade abgeschmiert. So, hier bin ich nochmal. Jetzt scheint es auch zu funktionieren. Mal bloß schauen, ob das jetzt dann auch funktioniert. Wenn der Stream online ist, schreibt es bitte mal ganz kurz in den Chat rein. Ja, ich glaube, jetzt ist der Stream online. Ja, ich weiß jetzt nicht, was alles vorhin durchgekommen ist, was ihr mitbekommen habt. Aber schaut euch mal dieses grausame Bild an. Das ist einfach nur unglaublich. Ich, wenn da in der Nähe wohnen würde, ich würde da eiskalt hinfahren und würde denen versuchen zu helfen, so gut ich kann. Würde irgendwie meine Hilfe anbieten. Ist einfach nur grausam, Leute, ey. Ey, mir fehlen da echt die Worte, Leute, bei sowas Tragischen. Mache euch jetzt mal den Ton an, dass ihr das auch hört. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass eine derartige Katastrophe so plötzlich ausbrechen kann in Notre-Dame. Und wir haben auch keinerlei Sicherheitsmaßnahmen. Nichts war vorhergesehen. Also ich war doch erst vor einer Woche dort. Ich bin nicht reingegangen. Aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass so etwas passieren könnte. Ich weiß nicht, das sind 1000 Jahre. Das ist das Sinnbild der französischen Geschichte. Ein unheimlich starkes Symbol für die Christen, für die Karwoche. Wir gehen auf Ostern zu. Und dass man da jetzt so völlig hilflos ist, das ist ein kulturelles, historisches Erbe von unendlicher Bedeutung. Frankreich ist hier getroffen, Frankreich brennt. Ich bin erstmal weggerannt, um also zieht euch das rein, Leute, das ist zu einfach nur schauen. Bitte. Dann habe ich plötzlich so ein Bild gesehen von Notre Dame. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Dieses Sinnbild von Paris plötzlich zerstört. Das kannte ich nicht glauben. Ich bin wirklich erschüttert. Ich war wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich fühle mich, als wäre jetzt ganz Paris in Tränen aufgelöst. Nicht nur ich. Ja, sehr emotionale Reaktionen eben auch aus Paris. Und das passt natürlich eben auch zu den Eindrücken, die uns nicht nur Paris, was da brennt, es ist, glaube auch ich, alles, Peter was hier Heusch brennt. aus der Ich glaube, Hauptstadt weltweit Frankreich brennen die Herzen. schildert. Peter, sprechen wir vielleicht auch noch mal über mögliche Ursachen. Es heißt ja nun, diese Flammen sind im Zuge der umfangreichen Renovierungsarbeiten an Notre-Dame ausgebrochen. Sicher ist man sich aber nicht, dass das wirklich damit zusammenhängt, oder? Nein, sicher ist man sich nicht. Das hat auch der Staatssekretär im Innenministerium nochmal betont. Also man könnte natürlich momentan, was die Brandursache betrifft, nur Vermutungen anstellen. Die wahrscheinlichste Hypothese ist eben, dass im Rahmen dieser Renovierungsarbeiten
am Dachstuhl, denn das ist sicher, der Brandherd ist dort oben, dass das Feuer irgendwie ausgelöst worden ist und auch nicht unmittelbar, denn wie gesagt, die Arbeiter waren ja, hatten schon Feierabend gemacht, da oben im Dachstuhl war niemand mehr, hat sich also irgendetwas entzündet. Das ist im Augenblick die wahrscheinlichste Hypothese, aber eine Sicherheit gibt es da noch nicht. Peter, wir sehen weiter noch die Löscharbeiten und wir hören die Meldung, sie ist nicht offiziell bestätigt, von schwarzem Rauch. Und wenn wir das hier so sehen, würden wir es auch so einschätzen, der jetzt aus den ikonischen Fassadentürmen kommt, dieser schwarze Rauch. Das könnte bedeuten, auch die beiden Haupttürme würden dann ein Opfer der Flammen werden. Die Arbeiten laufen nach wie vor, aber die Vorstellung für die Pariser, dass sie übermorgen hier nur noch vor einer Ruine stehen, ausgerechnet in der Karwoche, wir haben es auch eben kurz im Ton gehört von der Straße, das ist gerade auch für die gläubigen Katholiken eine ganz schwere Vorstellung in dieser vorösterlichen Zeit. Sie haben völlig recht, das wäre fürchterlich. Und wenn das Feuer wirklich auf die Nordtürme übergreift, das hat der Polizeileiter ja schon gesagt, dann wird es also wirklich sehr, sehr eng, denn das ist, das war einer der Ziele des Einsatzes, das zu verhindern. Und wir sehen es jetzt auch offensichtlich, wandern die Feuerwehrleute jetzt zwischen dem Nord- und Südturm hin und her. Herr Zips, was ergeben sich daraus denn jetzt wieder für neue Herausforderungen für die Feuerwehrleute, wenn wir jetzt sehen, dass offensichtlich eben auch die beiden Haupttürme betroffen sind? Also wenn das Feuer tatsächlich auf die beiden Haupttürme übergreift, dann haben wir das Problem der Höhe. Das heißt, wir müssten ziemlich weit rauf, um überhaupt ranzukommen. So große Hubsteiger werden in der Regel nicht vorgehalten, weil wir immer hoffen, dass die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes greifen, dass wir sie abschotten können. Mhm. Sollte das hier nicht gelingen, dann sind die Türme in der Tat nicht zu halten, weil von unten kommen wir nicht mehr rauf. Die brennen möglicherweise dann schon oben und von oben kommen wir nicht mehr dran. Hartmut Zieps, danke für Ihre Einschätzung, Ihre Einordnung auch bis hierhin. Aber die nächsten 40, 30 Minuten, die könnten entscheidend sein. Deswegen bleiben wir da natürlich dran, sehen hier nochmal das Live-Bild. Also die Löscharbeiten laufen noch weiter. Die Feuerwehrleute geben alles, riskieren weiterhin auch ihre Leben. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Und versuchen zu retten, was zu retten ist. Die nächsten 30, 40 Minuten werden da entscheidend sein. Wir sortieren das alles. Halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Bis gleich. Sie auf dem Laufenden. Hier nochmal der Moment, in dem das Symbol, der Turm, heute am Abend umfällt, einstürzt. Das war der Mittelturm von Notre Dame. Und erst danach begannen die eigentlichen Löscharbeiten. Hier war natürlich die Einsturzgefahr sehr groß. Und man sah schon, dieser Turm war auch für die erfahrensten Feuerwehrleute nicht mehr zu retten. Wir sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Und man vermutet wegen dem Bauarbeiten. Schon probiert? Ja, weil das Dach wurde saniert. Man weiß zumindest schon mal, dass es am Dachstuhl ausgebrochen ist. Das ist ein schwarzer Tag für die ganze Menschheit. Das ist er. Da haben Sie aber ganz schön was vor. Haben Sie das ist ein schwarzer Tag für die gesamte Menschheit. Nicht nur für Frankreich, aber für jeden Menschen auf diesem Planeten. Du brauchst Geld. Viele geben es. Das Ding ist über 800 Jahre alt gewesen. Euro, ganz einfach. Hol dir dein Geld auf auxmoney.de. Alle für einen. LM, vor einer Woche war ich dort. Das Grausame ist, dass ich das Bauwerk auch wahnsinnig gern besichtigt hätte. Die Frühlingsangebote und ich kam leider nicht dazu. Sind jetzt da. Dort bekommen Sie alles, was Sie für Haus und Garten brauchen, zum besten Preis. Die Frühlingsangebote-Woche bei Amazon vom 8. bis 15. April. Ist echt so traurig, Kredit, ne? Bis 50.000 Euro, ganz einfach. Auch für Selbstständige auf auxmoney.de. Mama? Ich glaube, das Ding. Geile Kamera. Ich glaube, das hat jeder Mensch, der irgendwie. Nur eine. Ich sag mal, jeder Mensch so ab 8 bis 9 Jahre hat wahrscheinlich dieses Ding gekannt. Sportage überrascht immer wieder. Ja, hoffentlich können die das retten, Alter. Surprise. Entdecken Sie den Kia Sportage und den Schade, dass ich nicht nah dran wohne, weil würde ich hinfahren, würde helfen. Wenn zum Beispiel bei uns die Lorenzkirche brennt, ich würde rüberfahren, würde helfen. So gut kann Erfrischung schmecken.
Isotonisch, vitaminhaltig it's mit 0% Alkohol. Fortnite. Und deshalb bitte ein Bit. Super moderiert. Ja, zu welchem Geldautomaten müssen wir denn jetzt, dass bei einer passt? Ist egal. Ja, danke dir, aber... Wenn jeder Geldautomat der richtige ist. Ich glaube, ich spreche hier aus der Seele von jedem Menschen, der es gerade mitbekommt. Girokonto der ING eröffnen und 75 Euro. Da brennt nicht nur Frankreich, sondern da brennt die ganze Welt quasi. Elitepartner bringt nichts. Echt traurig. Wenn man sich nicht anmeldet. Elitepartner für Singles mit Niveau. Wieso verkaufen immer mehr Menschen mit Mac Makler? Weil Mac Makler für Verkäufer kostenfrei arbeitet. Jetzt Immobilienbewertung. Weil die scheiß Werbung vorbei ist. Eigentümer kostenfrei verkaufen. Können wir weiter hoffen? So läuft das Geschäft. Flexibel, sicher und immer zum besten Preis. Finde ich aber auch nicht in Ordnung, bei sowas Traurigem dann auch noch Werbung einzuspielen. Zahn kaputt? Keine Versicherung. Kein Problem. Denn Ergo hat die einzige Zahnzusatzversicherung, die Sie von immer noch abschließen nicht okay. können, auch wenn es eigentlich schon passiert ist. Suchen Sie einfach nach Ergo Zahn und schließen Sie direkt online ab. Es dauert nur 5 Minuten und wir stellen keine lästigen Gesundheitsfragen. Jetzt abschließen bei ergo.de. Manchmal wird man von jetzt auf gleich aus dem Rennstuhl. Wenn dann jemand da ist, der mit dem drin. Wie für mich gemacht Kredit, der Aufstockung, Sonderzahlung und Ratenpause möglich macht, dann ist es da. Ein Gefühl von Rückenwind, der alles wieder ins Rollen bringt. Wir geben Rückenwind. Targo Bank. Bitte, Leute, in der ganzen Sache Jameson, ist halt noch Ginger das Gebäude des... und Lime. Da es ja über 800 Jahre alt ist, hat wahrscheinlich noch die sogenannten Feldböden drin gehabt. Und gerade die Feldböden, die brennen wie zu unter der... Mit Antioxidantien gegen Juckreiz, fettige Kopfhaut und Trockenheit. Das ist eigentlich keine Chance, no change. Bevor sie zu sehen sind. Vor allem, wer weiß, wie lange das Ding schon eine überhaupt im Dachboden gewütet hat, der Brand. Eiskalt, das weiß man ja auch nicht. Sie sind wieder am Start. Es ist mal wieder Zeit für einen Adrenalinkick. Maximale Geschwindigkeit. Maximaler Spaß. Genau das ist das, wofür ich auf die Welt gekommen bin. Das ist der Wahnsinn. Drive, die neuen Folgen. Morgen auf Welt. Wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt. Zubehör für Ihr Auto. Erleben Sie eine echte Der Geschichte reicht bis Mitte des Jahrhunderts. 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Fast 200 Jahre lang wurde es gebaut. Oha. Auf Europa-Tour. Alter. Immer sonntags auf Welt. Ja. Das ist... Das okay, jetzt braucht mein Label noch das Krasse ist ja, dass diese Kirche nicht nur irgendwie für Paris Wahrzeichen ist, sondern... Passt doch perfekt. Das ist... Ja, das ist mehr als nur das. Das ist für die ganze Menschheit, ist das ein Wahrzeichen. 1 und 1 Ionos, die neue Marke für Mail, Domain und Website. Sichern Sie sich jetzt Ihre Wunschadresse, inklusive persönlichem Berater. 1 und 1 Ionos, die neue Marke für Mail, Domain und Website. Alles eine Frage der richtigen Einstellung. Entdecken Sie den Dacia Duster, Deutschlands günstigsten SUV, schon ab 11.490 Euro. Dacia, das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Ja, wie es die Rauchlöscher schreiben, Leute, aufgrund des unsachlichen beleidigenden Beiträge wurden die Kommentare abgeschalten. Ich sag's mal so, ich meine, wer da ein dummes Kommentar schreibt, der hat echt nicht mehr alle Lappen am Zaun.
Bei Amazon gibt es versandkostenfreie Lieferung und Sendungsverfolgung für Ihre Bestellung. Willkommen! Seit über 130 Jahren brauen wir von Erdinger mit Begeisterung ein Weißbier, das einzigartig ist. Seit jeher fühlen wir uns da. Ist da auch Werbung? Prinzip müsste man zwar ein Dislike geben, weil das nicht so schön ist, dass das Ding brennt, aber dafür, dass die quasi hier einen darüber informieren, müsste man liken. Ich hoffe nur so hart, ne, dass die Feuerwehrleute es schaffen, das Ding zu löschen. Ne? Ich hoffe so sehr, ne, dass die das schaffen, irgendwie die Türme wenigstens zu retten. Problem ist, du kannst halt keine Wasserflugzeuge darüber schicken. Weil durch den, durch das... So schaut es gerade aktuell aus, ja. Das sind Live-Bilder. Und ich hoffe, dass die zumindest schaffen, diesen Turm und diesen Turm zu erhalten. Ja, aber da raucht es teilweise auch schon raus. Und da hat es vorhin hier drin, hat sogar schon vorhin gebrannt. Nein, die löschen von überall. Da drüben sieht man auch einen Wasserstrahl hier. Da sind über 400 Leute vor Ort. So, die ziehen ja immer weiter Feuerwehrkräfte nach. Immer größere Radius wird nachgezogen. Weil alles gegeben wird, um irgendwie die Türme und alle, noch so viel wie möglich zu erhalten. Versuchen ja auch noch die Gemälde, die da teilweise drin sind, versuchen sie auch noch irgendwie zu retten. Da sind ja übelst wertvolle Gemälde drin, die auch viel Geschichte haben. Die versuchen sie auch noch zu retten. Ja, du kannst trotzdem versuchen, so gut wie möglich noch zu retten. Stimmt, da würde Assassin's Creed, ne? Schlimm ist, ich wollte das Ding wirklich mal besuchen, Alter. Ich wollte einfach mal vorbeischauen, Alter. Frage ist, schaffen sie es noch zu retten oder nicht? Komplett hier dieses Gebäude, das geht. So wie hier brennt, ja. Aber mit viel Glück bleiben da auch die Türme erhalten. Wichtig ist es da jetzt echt wirklich, da siehst du, da löschen sie von der Seite auch. Da drüben ist auch nochmal einer. Versuchen schon von allen Seiten. Zumindest die kommen nicht höher drüber hinaus und das Problem ist, dass es so hoch ist, das Gebäude. Echt bloß hoffen, dass die Kathedrale den ganzen Stand hält und nicht die Seiten noch einstürzen. Dass wirklich nur, das klingt jetzt aber ein blöd formuliert, aber dass wirklich im Endeffekt nur der Dachstuhl und halt innen drin das Zeug quasi kaputt geht und den Rest man trotzdem wieder aufbauen kann. Es wird zwar dann Jahre dauern, bis das Ding wieder steht, aber man könnte es zumindest wieder aufbauen. Man kann es restaurieren, dass es trotzdem wie früher ausschaut.
Das ist doch bei unserer Küche auch gemacht. Die haben es da aussaniert und die schaut trotzdem aus wie. Ja, damals. Wenn das Gebäude das schafft, dann hat es auf jeden Fall wieder ein Stück richtig geschrieben, das weißt du, Quiesel. Vermute auch, dass das fast durch die Bauarbeiten entstanden ist. Dass die Bauarbeiten aufpasst haben und irgendwann Funken oder irgendwas da runtergefallen ist. Das Problem ist, dass den Brandherd, den kannst du jetzt nicht wirklich mehr genau ausmachen, weil der eingestürzt ist. Das heißt, du kannst nicht wirklich genau mehr ausmachen, was ist passiert und was ist wirklich die Ursache davon. Weil er so ein harter Brand ist und so extreme Hitze, dass der Brandherd wahrscheinlich so kaputt brennt, dass das gar nicht mehr rauszufinden ist. Wenigstens den Teil, den man jetzt gerade sieht, noch halten kann. Oder wenn bei uns die Lorenzkirche brennt. Sind, wie viele Einsatzkräfte sind es im Augenblick, wie geht die Feuerwehr vor? Mehr als 400 und die Feuerwehrleute sind auch nicht aus der Kathedrale zurückgezogen worden. Das war ja das war unsere große Befürchtung als noch vor einer halben Stunde, denn wenn die das Feuer nicht in den Griff bekommen hätten, dann hätten sie sich über kurz oder lang zurückziehen müssen, weil halt eben die Gefahr bestand, dass das Gewölbe einstürzt. Dann wäre auch die Kathedrale verloren gewesen. Und was das betrifft, hat die Nordtürme gerettet, Gott sei Dank. Der Polizei jetzt zwar nicht Entwarnung gegeben, aber die Haupttürme wenigstens gerettet. Weiter, die Feuerwehr. War zwei Drittel des Dachstuhls sind unwiderruflich zerstört. Leute, sind nicht aus der Kathedrale zurückgezogen worden und es ist offensichtlich gelungen, die Ausbreitung des Brandes innerhalb der Kathedrale einzugrenzen. Und die Ausbreitung innerhalb der Kathedrale wurde auch eingegrenzt. Direkt aus Paris recherchiert parallel. Erster Lichtblick, Leute. Immer weiter. Guckt natürlich nach weiteren Neuigkeiten für Sie, unsere Zuschauer. Und nach wie vor bei uns im Studio ist Hartmut Ziebs. Er ist der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Hier King Live, und ja, willkommen im Stream. Neben höchst interessiert zugehört. Auf jeden Fall hat man heute schon mal eine gute Nachricht. Aber ist die Einsturz scheint abgewendet zu sein, also sind zumindest schon mal gute Nachrichten im Zeichen der schwarzen Stunden. Dieser Bilder, die wir hier sehen, dieses Infernos immer noch ein Vabanspiel, weil man nicht genau weiß, wo sich das Feuer hin ausbreitet. Das ist eine Sache, die der Einsatzleiter alleine beurteilen kann, der vor Ort ist. Das kann man aus der Ferne nicht tun. Und da muss man auch dem Einsatzleiter vertrauen, wenn er sagt, wir schaffen das, wir haben das jetzt in den Griff gekriegt. Zumindest brennt es schon mal hier nicht mehr so hart, sagen, Leute, hier. Ist das auch so. Aber sehr stark. Wir können von der Seite jetzt quasi Stunde versuchen, das Feuer hier so von der Seite einzudämmen. Ich hoffe, die schaffen das, ey. Es war zu dem Zeitpunkt noch eine sehr unklare Lage. Also ein Feuer ist auch immer eine sehr dynamische Lage. Ja. Das entwickelt sich, da verändern sich Situationen, da verändern sich Erkenntnisse. So gesehen, ist das nachvollziehbar, dass er diese unterschiedliche Lageeinschätzung gegeben hat vor einer halben Stunde, vor einer Dreiviertelstunde. Aber scheinbar haben die Maßnahmen gegriffen. Die Riegelstellungen haben gehalten und jetzt geht es dran, das Feuer zu löschen. Woran macht man das dann fest, dass man sich zu einer historischen Kunstwerken hinleiten lässt? Und schätzen. Also nach der vorherigen Aussage wird er sich sehr sicher sein. Sie versuchen quasi noch die besten Sachen rauszubergen. Das macht man an den Rückmeldungen, Gustav die man Gabel. Von der Einsatzstelle innen bekommt. Wie ist das passiert? Also der Brand ist am Dachstuhl ausgebrochen. Dann kann man letztendlich den Schluss laut dem, was die jetzt da sagen. Wir schaffen das oder wir schaffen und es wird vermutet, dass durch Bauarbeiten das Ganze entstanden ist.
Also zunächst mal, man kann es aber nicht sehr schnell nachweisen haben, und da das Dach eingestürzt ist nach dem Brand, wird es natürlich auch schwer. Ich meine, ich bin ja selbst bei der Feuerwehr und nachdem da ja so massiv der Brand gewütet hat und dann der andere Turm ja auch noch eingestürzt ist, wird es schwer, wahrscheinlich schwer werden, die Brandursache überhaupt zu klären. Also ich vermute mal, meine persönliche Vermutung ist, die Bauarbeiter haben am Dach oben irgendwas geschweißt oder sowas. Es ist eine Schweißperle nach unten auf den Boden gekommen, das Böden, ich meine, das ist 800 Jahre alt, sind staubtrocken, die Feldböden und alles, und dann ist wahrscheinlich der Brand entstanden. Der Feuerwehr, eben wurden Sie ja zitiert von Peter Heusch, wir haben Sie jetzt im Originalton vorliegen. Ja, wie schon gesagt, wahrscheinlich wirklich durch Schweißarbeiten oder irgendwas, dass da einfach nur ein Funke runtergekommen ist und der Funke quasi das Ganze ausgelöst hat. Mein Leute, ist jetzt leise. Ja, wir können das Bild sehen, allerdings wohl den Feuerwehrmann nicht hören. Ja. Ja, Live-Fernsehen, und Sie sehen es auch an der Bildqualität, die uns von dort erreichte. Natürlich dort 400 Rettungskräfte, viele Journalisten, Menschen, die sich das angucken. Und da kann die Leitung mal kurz ein bisschen dünner werden. Was wir hier sehen, sind Live-Bilder. Wir sehen tatsächlich weniger, naja, es ist dunkel, deswegen bin ich vorsichtig mit der Einschätzung, weniger hellen Rauch. Und es ist jetzt gerade, sieht so aus, als wäre es ein dunkler Rauch. Und die, korrigieren Sie mich, wenn Sie einen anderen Eindruck haben, das Feuer ist tatsächlich, die reinen Flammen zumindest, sind etwas kleiner geworden, oder? Ja, man schaut auf jeden Fall danach aus, so wie es der schon sagt, die Flammen scheinen also wirklich abgenommen hat. Allerdings wäre dunkler Rauch hier nicht so schön. Viel schöner wäre der schöne weiße Rauch. Das ist nämlich nichts anderes wie Wasserdampf. Das heißt, das Wasser beginnt zu verdampfen. Dann haben die Löschmaßnahmen gegriffen. Kann man aber bei der Dunkelheit wirklich schwer sagen, schwer einschätzen. Gar nicht einschätzen. Eine Kirche mitten in einer Altstadt. Was waren und sind die großen Herausforderungen, diesen Brand auch in dieser Stadt abzugrenzen? Mehr als 400 Angriffe vor Ort. Also man muss natürlich darauf achten, dass sich das Feuer nicht ausdehnt. Einmal im Gebäude selber. Bis zum gewissen Grade funktioniert das oder eben leider auch nicht. Aber hier scheint es jetzt gegriffen zu haben. Und dann ist natürlich der Schutz der Umgebung sehr wichtig. Unmittelbar an Notre-Dame grenzt die Altstadt von Paris. Da läuft man auch Gefahr, dass das Feuer möglicherweise durch Funkenflug überspringt. Da muss man halt eben auch Vorsorge treffen, dass genau das nicht passiert und dementsprechend das Feuer eingrenzt auf den Entstehungsbereich. Das scheint gelungen zu sein. Fragen wir direkt nochmal nach bei Katharina Zielkowski, Korrespondentin in Paris. Demzufolge gibt es zumindest gute Nachrichten, soweit wir wissen, keine Verletzten trotz dieses Infernos. Und möglicherweise lässt sich ein Teil Notre-Dames dann tatsächlich retten. Das ist der Stand, den auch Sie haben? Ja, hoffen wir mal, dass das wirklich so ist, dass wir einen Teil davon retten können. Was Notre-Dame betrifft, scheint die Fassade, die mythische Fassade mit den beiden Türmen, gerettet zu sein. Der Nordturm hat ja teilweise gebrannt und die Feuerwehr sagte, dass der Brand nun unter Kontrolle ist. Das Dach ist zu zwei Dritteln abgebrannt und jetzt bringe ich Ihnen eine Zahl zu dem Dachstuhl, damit wir uns das vorstellen können. Dieser Dachstuhl, von dem ich Ihnen ja sagte, dass der auch der schönste Wald von Frankreich genannt wird, der besteht aus 22 Hektar Eichenwald. Und es ist also teilweise abgebrannt. Die Feuerwehr sagt inzwischen, für die eigenen Leute beginnt jetzt der gefährliche Job. Die gehen nämlich jetzt von hinten rein in die Kathedrale und versuchen, diese Kunstschätze zu retten und sind mit einem richtigen Regen aus geschmolzenem Blei vom Dach konfrontiert. Und da gab es, wie ich gerade sehe, den ersten schwer verletzten Feuerwehrmann. Na toll, ein Feuerwehrmann ist schwer verletzt. Bedauerliche Entwicklungen. Weiß man, Frau Zielkowski, inzwischen etwas mehr auch über die mögliche Brandursache? Die Hypothese Nummer eins bleibt, dass es die Bauarbeiten im Dachstuhl waren. Natürlich ist die Kriminalpolizei damit betraut, aber das ist momentan nicht prioritär. Tatsache ist, dass dort gerade Bauarbeiten stattfanden. Um 6 Uhr wurde die Baustelle aufgegeben für heute und um 7:10 ging der Brand los.
Katharina, wir haben ja auch Reaktionen bekommen aus ganz Europa. Ja, Leute, ihr hört es ja im Hintergrund. Donald Tusk ist EU-Ratspräsident. Er sagt, der Notre-Dame von Paris ist der Notre-Dame von ganz Europa. Wir alle stehen heute an der Seite von Paris. Oder aus Italien, Giuseppe Conti, der Ministerpräsident, ein Stich ins Herz für die Franzosen und für uns Europäer. Aus London, Sadiq Khan, der Bürgermeister, spricht von herzzerreißenden Szenen. London steht im Schmerz an der Seite von Paris in ewiger Freundschaft. Was bedeutet das? Schon gesagt, Franzosen, zumindest haben sie es geschafft, die ein Struktur schon mal grob zu halten. Und dass sie auch emotional weißer Rauch ist da hinten auch zu sehen, wenn ihr mal links vom Bild schaut. Also es schaut gerade sehr, sehr groß. Wie viele so alte Monumente gibt es? Die Kathedrale hat vor 3 Jahren ihr 850. Jubiläum gefeiert. Also vor 3 Jahren war das 850. Jubiläum der Kathedrale. Was natürlich sehr viele Leute geschockt hat auch in meinem Umfeld, ist, dass dieser Turm eingestürzt ist und wir das Gefühl hatten, dass wir Albtraumbilder sahen, die es in der Form für unsere Generation schon mal gab. Also tatsächlich, Notre Dame ist nicht irgendein Kulturdenkmal, es ist eines der größten gotischen Werke überhaupt. Für Frankreich ist es tatsächlich das Zentrum des Landes, denn am Vorplatz von Notre Dame gibt es einen Punkt Null. Von da aus werden Distanzen überall in Frankreich berechnet. Also Notre Dame ist auch buchstäblich der Mittelpunkt von Frankreich. Einsturz von Notre Dame abgewendet. Das schaut auf jeden Fall schon mal gut aus, Leute, dass die das geschafft haben, zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das Feuer ist unter Kontrolle. Wir warten heute Abend nochmal auf... Da steht zwar noch keine Verletzten, aber die haben ja gesagt, ein Feuerwehrmann ist schwer verletzt. Wenn er gute Neuigkeiten hat, also es wird wohl noch zu einer Ansprache aus dem Élysée-Palast kommen. In der ersten Stunde wurde schon eine nationale Sammlung gelauncht, damit Notre Dame wieder aufgebaut werden kann. Also die Emotion ist riesengroß. Also das mich besonders betroffen hat um 10 Uhr, als ich gerade mit Ihnen in der Leitung war, da waren alle Kirchen in Paris läuteten und sowas habe ich hier noch nie gehört. Das war sehr, sehr beeindruckend. Also ein wirklich nationales Drama. Ich war auch in der Zwischenzeit oben am Sacré-Cœur, also im hohen Norden von Paris. Dieses Türmchen hier oben, von dort aus dadurch, dass es vorher direkt hier unten drunter war, ist natürlich dieses Türmchen eingestürzt. Es waren sehr viele Menschen da, die alle sehr betroffen und ruhig waren und anschauten, wie das Symbol von Paris wegbrannte. Wir merken das natürlich an den Reaktionen auch unserer Korrespondenten und angesichts dieser Bilder hier rechts sehen Sie, wie dieser Mittelturm heute am Abend zusammengestürzt ist. Sicherlich eines der symbolhaften Bilder dieses Infernos, was immer noch tobt. Und natürlich sind auch unsere Korrespondenten, die jeden Tag aus Paris berichten, lässt sie diese Situation nicht ganz kalt. Wir haben aber sagen muss, Leute, auch von Katharina Zilkowski, so wie es aussieht, hat der Einsturz dieses kleinen Turms Gott sei Dank nicht so viel Schaden verursacht als gedacht. Und genau, anzuhören von dem Einsatzleiter komplett der das ganze Feuerwehr. Der Ton liegt uns jetzt ganz aktuell erstmals vor. Ja, das Wirken der Feuerwehrleute hat dazu beigetragen, dass man den Brandherd jetzt eingedämmt hat. Das Tragwerk von Notre Dame ist gerettet. Der Bau hat jetzt gerettet werden können. Entscheidend ist jetzt noch dieses zentrale Gerüst. Das ist noch der Schwachpunkt. Wir versuchen hier noch weiter zu arbeiten, um zur Abkühlung beizutragen, damit dieses Gerüst nicht zusammenstürzt und damit insgesamt das Bauwerk gerettet werden kann. Das ist zurzeit noch ziemlich kompliziert, weil wir bei wechselndem Wind und doch starke Rauchentwicklung haben. Wir arbeiten mit unseren Kräften weiter. Das ist hier doch ein Bollwerk der Kultur. Wir versuchen jetzt auch die Kunstwerke zu sichern und sie an einen Ort zu bringen, wo sie nicht weiter beschädigt werden.
Wir werden, sobald der Brand eingedämmt ist, möglichst viele Werke rauszuholen versuchen. Die Schäden am Dach, die sind ganz erheblich. Zwei Drittel des Daches sind rettungslos zerstört. Sind das immer noch 400 Feuerwehrleute? Ja, das sind 400 Feuerwehrleute, die weiterhin beschäftigt sind, hier ein Übergreifen zu verhindern. Dieses Gerüst, haben die ein bisschen auch die Ausbreitung des Feuers beschleunigt? Aber die müssen doch eigentlich unentzündlich sein. Das ist noch zu früh, um zu sagen oder zu beurteilen, ob das Baugerüst letztlich auch zur Ausbreitung beigetragen hatte. Hey Leute, hoffentlich kriegen die jetzt hin, dass das Baugerüst nicht einstürzt, dass quasi das Ganze wirklich gerettet werden kann und wieder aufgebaut werden kann. Jahre dauern, bis das Notre Dame wieder seinen Glanz erstrahlt. Die Nacht schreitet voran. Es kann immer noch Glutnester geben. Und unsere Kräfte sind weiterhin unvermindert im Einsatz. Soweit also der Einsatzleiter der Feuerwehr in Paris zum aktuellen Stand der Löscharbeiten. Diese Stellungnahme ist wenige Minuten alt und wir sehen hier wieder die Live-Bilder. Wir sehen das, was beschrieben wurde, dass offenbar dieses Feuer langsam in den Griff bekommen wird von der Feuerwehr. Wir haben dazu auch vorliegen einen O-Ton, eine Aussage einer deutschen Touristin, eine Augenzeugin. Also ich glaube, das ist echt ein Schock für jeden gewesen und ich glaube, das will niemand wirklich erleben, dass das, was die Stadt kennzeichnet, verloren geht. Und ich fühle mich wirklich sehr schlecht für alle Pariser und alle, die hier gelebt haben und dann alle betroffenen Familien und so weiter. Kurzer Ton von der deutschen Touristin in Paris und Katharina Zielkowski ist unsere Korrespondentin dort. Also wir hören es, alle sind da wirklich betroffen, sind geschockt. Gibt es abseits der politischen Reaktion, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, in den sozialen Netzwerken Reaktionen, gibt es Reaktionen, die über die französischen Medien, und die werden heute Abend sicherlich nur ein Thema kennen, verbreitet werden. Wie reagiert Frankreich inzwischen? Was können Sie uns dazu sagen, Frau Zielkowski? Also Notre Dame, unsere Dame, ich sehe heute Abend überall Hashtags, die in Richtung unser Herz brennt gehen. Die Menschen scheinen wirklich selber überrascht über die Betroffenheit. Notre Dame war vor Paris, schon in Paris im Mittelalter und schien also unberührbar und wirklich die Kathedrale Wahnsinn, ist ja im absoluten Zentrum. Was sind echt die Worte, Leute? Die La Cité, die übrigens ja auch heute Abend sehr schnell evakuiert wurde. Und rund um diese Kathedrale wurde das moderne Paris gebaut. Wer Paris kennt, weiß, dass Notre Dame das erste Arrondissement ist und dann schlingelt sich der Rest wie in einer Schnecke bis zum modernsten 20. Arrondissement um die Kathedrale. Also die Franzosen sind ganz einfach im Herzen getroffen. Wie zuversichtlich ist man, dass man die Schäden, die jetzt bereits entstanden sind, auch wieder wird beseitigen können und Notre Dame dann auch wieder so aufbauen kann, wie man es in Erinnerung hat? Kulturministerium und die Architekten, die nationalen Architekten waren und sind schon vor Ort und machen auch ihre Aussage. Paris investiert ja immer massiv sehr viel in die Restaurierung ihrer Bauwerke und ist eigentlich... Struktur der Pariser Kathedrale in Notfall. Notre Dame ist nach Angaben der Pariser Feuerwehr gerettet. Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist. Okay. Ich hörte gerade die Also so wie es aussieht, schaut es auf jeden Fall gut aus. Man sieht auch nicht mehr ganz so viel Feuer. Von Paris an Anne Hidalgo, die sagte, jetzt müssen wir halt Bauherren werden. Und es gibt ja eine Deadline für Frankreich. Im Jahr 2024 findet hier die Sommerolympiade statt in Paris. Und ich denke mal, das wird ein Fernziel sein.
Katharina, herzlichen Dank für den Moment. Wir wollen noch mal einige Reaktionen hören, und zwar von den Franzosen selber. Denn Katharina Zielkowski hat auch immer wieder beschrieben, den ganzen Abend über schon, wie sehr dieses Inferno, diese Zerstörung der Pariser Kathedrale Notre-Dame die Menschen dort schockt, im ganzen Land. Und wir haben einfach noch einige Stimmen gesammelt. Hören wir mal kurz rein. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass bei Notre-Dame eine solche Katastrophe ausbrechen könnte und dass es da keinerlei echte Brandschutzvorrichtung geben würde. Nichts war vorhergesehen. Vor einer Woche erst bin ich dran vorbeigegangen. Ich bin nicht hineingegangen, denn ich habe mir vorgestellt, da könnte doch was passieren, so im Sinne der Vorfälle vom letzten Jahr. Das ist doch 1000 Jahre alt. Leute, stellt euch mal vor, wenn da jetzt irgendjemand einen Anschlag auf die Kathedrale gemacht hat. Als Christen, das ist ja auch nicht komplett auszuschlagen, dass quasi einer der Mitarbeiter von diesem Unternehmen oder einer sich da quasi als Mitarbeiter reingemogelt hat und dann einen Anschlag gemacht hat. Das ist ja natürlich auch eine Sache. Von großer Bedeutung. Hier ist Frankreich getroffen. Frankreich brennt. Ich bin sofort weggelaufen, um zu schauen, was da passiert ist. Und ich habe plötzlich ein Bild von Notre-Dame gesehen, das ich mir niemals hätte vorstellen können. Dieses Wahrzeichen von Paris ist jetzt durch Feuer zerstört. Das konnte ich nicht glauben. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Ich habe das Gefühl, ganz Paris weint. Nicht nur ich weine. Also, das war kurz nach 18 Uhr, dann brachen da plötzlich Flammen hervor. Ich bin auf die Straße gerannt, war wirklich schockiert, was ich da gesehen habe. Und sofort hat man auch die Zugfahrtsstraßen abgesperrt. Also das war schon sehr beeindruckend. Also, und da jedes Mal drehte sich der Wind und dann ist auch der Führungsturm eingebrochen. Dann habe ich das gesehen, was da alles einstürzt. Da war ich wirklich auch schockiert. Das tut mir wirklich weh im Herzen. Paris weint, haben wir eben gehört, aber Paris hofft auch, denn es gibt ja in der letzten halben Stunde, in den letzten 20 Minuten doch zunehmend gute Nachrichten, Nachrichten, die hoffnungsvoll stimmen. Die Struktur der Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben der Feuerwehr nach mehrstündigen Löscharbeiten gerettet. Die gotische Kirche könne in ihrer Gesamtheit erhalten werden, hieß es vom Einsatzleiter der Feuerwehr. Und Hartmut Siebs, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, verfolgt ja diesen Brand schon die letzten Stunden mit uns hier im Studio. Julian, und ihm auch Copyright, das Statement, Artikel 13, ich reporte der ich, Einsatzleitung ja, ja. der Feuerwehr. Magst du nicht, Julian? Können Sie nachvollziehen, dass man sich jetzt der Sache schon wirklich so sicher ist und sozusagen sagen kann, Notre Dame ist gerettet? Ja, also der Einsatzleiter wird das nur sagen, wenn er sich selber sehr sicher ist. Das heißt, er hat genug Informationen gesammelt, auch Rückmeldungen halt eben aus der Einsatzstelle, von der Einsatzstelle, um das beurteilen zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nur auf vagen Verdacht äußert. Die Frage heißt jetzt für mich auch aus feuerwehrtechnischer Sicht, was heißt denn gerettet? Ich meine, wir brauchen nicht viel Vorstellungskraft, um zu sagen, dass die Schäden hier, und wir sehen nach wie vor, werden Tonnen von Wasser reingepumpt, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen, okay, dass die Schäden gewaltig sein werden. Die Schäden werden mit Sicherheit gewaltig sein. Ich glaube, das sind sogar unermessliche Schäden, die auch gerade kulturell dort entstanden sind. Aber scheinbar hat das Gewölbe gehalten. Scheinbar sind die Türme gehalten worden, das heißt, eine Brandausbreitung in die Türme ist demnach nicht erfolgt, sodass man vom Grundsatz her das Tragwerk. Ja, Leute, wenn das Gewölbe gehalten hat, dann heißt es ja mehr oder weniger, dass innen drinnen vielleicht, ist, wo die Leute quasi sitzen und beten, dass das vielleicht sogar erhalten werden konnte. Aus dem Inneren gerettet wurden, das wird man möglicherweise in ein paar Stunden. Der Einsatzleiter sprach ja auch davon, dass man jetzt forciert Kunstwerke retten, sichern will. Wie geht man da vor, ohne zu sehr auch die Gesundheit und das Leben der Feuerwehrleute zu gefährden? Also das wird man zunächst auch mal erkundet haben. Das heißt, kann ich da überhaupt noch reingehen? Ist überhaupt die Räumlichkeit noch tragfähig genug, dass mir also nicht von oben die Decke letztendlich meine Feuerwehrleute begräbt? Das ist das eine. Das zweite: Wenn dort Rauch ist, gehen die unter Atemschutz vor, wenn also die
Wahrscheinlichkeit besteht, dass Atemgifte noch freigesetzt werden. Und dann versucht man so schonend wie möglich diese Kunstgegenstände, diese kulturellen Werte dort rauszuholen. So schonend wie möglich heißt, sie sind ja vielleicht schon in Mitleidenschaft gezogen. Da muss man sehen, was man halt eben da noch mit den Händen rausholen kann, was man vielleicht schon vorher abgedeckt hat mit Folien etc. pp. Das ist jetzt eine neue Herausforderung. Wir haben ja schon gehört, auch vom Einsatzleiter, außer Löschflugzeugen ist alles im Einsatz. Und da hören wir von einem Roboter, der für Beleuchtung sorgt im Innern der Kathedrale, damit man eben keine Menschen dort reinschicken muss. Aber gerade die Beleuchtung ist natürlich jetzt, und das sehen wir auch hier wieder in den Bildern, seit es dunkel geworden ist, ein großes Problem. Natürlich musste der Strom abgeschaltet werden. Und inwieweit kann dann so eine moderne Technik dabei helfen? Die moderne Technik kann uns enorm dabei helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Roboter ist, der zu Beleuchtungszwecken dort reingeschickt wurde oder zu Erkundungszwecken. Das heißt, er hat vielleicht eine Infrarotkamera dabei, der hat eine andere Kamera dabei und überträgt Bilder nach außen, sodass man die Einsatzkräfte besser, gezielter koordinieren kann, wo sie hingehen müssen. Auch vor Gefahren warnen und dass nichts runterfällt. Vor Gefahren warnen, ja. Wenn, im schlimmsten Fall verlieren wir den Roboter, aber er hat eben keinen Menschen. Und der Einsatzleiter sprach auch von der Herausforderung durch wechselnde Winde und starkem Rauch bei den Löscharbeiten. Wie schwierig macht das dann tatsächlich die Löscharbeiten? Ja, das macht die Löscharbeiten sehr, sehr schwer. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen auf einer Drehleiter, auf einem Gelenkmast im Korb. Sie haben nicht viel Bewegungsfläche und nur plötzlich dreht der Wind. Vorher hatten Sie noch freie Sicht, konnten die Einsatzstelle voll sehen, dann dreht der Wind, sie stehen vollkommen im Nebel, im Rauch. Dann ist man eigentlich vorher schon aufgefordert gewesen, sich genau zu überlegen, falls dieser Moment kommt, wo kann ich mit meiner Drehleiter, mit meinem Gelenkmast hinschwenken, um halt eben aus dem Rauch wieder rauszukommen und nicht über das brennende Gebäude zu fahren. Danke für diese Einschätzung für den Moment. Wir schauen mal zu uns ins Studio, denn Isabel Bouyan ist bei uns mit Reaktionen. Die gibt es natürlich weltweit auf den sozialen Medien. Und ich sehe gerade, du hast jetzt auch ein sehr beeindruckendes Foto entdeckt im sozialen Medium. Genau, dieses Foto ist gerade veröffentlicht worden. Das ist das Bild einer Polizeidrohne, die wirklich auf beeindruckende Weise einmal zeigt, welches Ausmaß dieses Feuer, diese Flammen haben. Und so schreibt auch Amy Roberts auf Twitter: Es ist so traurig zu sehen, wie sehr Notre Dame zerstört wird. Und ich habe große Hoffnung, dass die Kathedrale wieder aufgebaut wird. Dann habe ich mal ein bisschen gestöbert und im Netz dieses Video hier gefunden oder dieses 360-Grad-Video entdeckt. Das wurde gerade erst gestern Abend veröffentlicht. Ich zeige das mal, wie wunderschön die Kathedrale einfach von innen ist. Und Leute, genau das gleiche Bild haben wir auch gerade. Man weiß nicht genau, wie viel davon wirklich gerettet werden kann. Also wirklich beeindruckende Bilder, erst gestern Abend veröffentlicht. Sehr emotional hat der französische Präsident Emmanuel Macron reagiert. Frage ist halt, ist das Gewölbe? Gesagt, ist ja das Gewölbe? Wenn das Kalten hat, es geht um die Emotionen einer ganzen Nation. Meine Gedanken sind bei allen Katholiken und bei allen Franzosen. Ich stehe zu meinen Landsleuten in der tiefen Trauer, dass ein Teil von uns allen brennt. Und auch der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy hat sich geäußert und sich tief betroffen und traurig gezeigt und gesagt: Es schneidet uns ins Fleisch, in unser Herz, unsere Identität und in unsere Geschichte. Auch auf EU-Ebene gibt es diverse Reaktionen. So hat sich EU-Ratspräsident Donald Tusk geäußert und gesagt: Notre Dame in Paris ist Notre Dame ganz Europas. Wir alle stehen in Paris an der Seite von Paris. Und auch der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich geäußert und sagt: Ich verfolge gemütlich, was in Paris vor sich geht. Paris, genau, das ist so schlimm, es ist ein ganz schlimmer Anblick, der wahre Horror und das Notre Dame. Ja, Leute, das, was die da gerade hatte, das haben wir jetzt Menschheit. Hier auch gerade. Das ist jetzt der durch. Und auch von der Kirche gibt es Reaktionen vom Vatikansprecher Alessandro. Ja, aber Julia, die Frage ist das, weil die haben ja gesagt, das Gewölbe hat gehalten. Das ist ein Symbol des Christentums. Entweder ist jetzt wirklich auch die Scheiben, quasi das Feuer nach innen gelangt. Unter anderem, das ist natürlich auch alles abgebrannt. Genau, die Krone, die Dornenkrone von Jesus gerettet. Unter anderem muss man sagen, mehrere Kunstwerke, Relikte, Artefakte wurden gerettet, zum Glück. Und auch die Hilfsorganisation vor Ort, die wird immer größer. Es bilden sich gerade Organisationen, die verstärkt Spenden sammeln, damit Notre Dame wieder so schön aussieht, wie es mal war.
Vielen Dank, Isabel Bouyan, für diese Reaktion, sehr emotionale Reaktion aus den sozialen Medien. Wir gehen zurück nach Paris zu unserer Korrespondentin Katharina Zielkowski. Es gibt die andere gute Nachricht, dass man sieht, dass die Struktur von Notre Dame nach Angaben der Feuerwehr gerettet sein soll. Gab es zu dieser Nachricht, zu diesem Statement jetzt auch neuere Entwicklungen? Katharina, wie sieht es aktuell aus? Also ich bin kein Experte, aber wie die Feuerwehr gerade erläuterte, ist das Problem nun die Struktur, also diese 22 Hektar Eichen abzukühlen, um sie zu erhalten. Und die große Problematik zurzeit ist wirklich, den Rest der Kunstschätze zu retten. Das ist alles im hinteren Teil des der Kunstschatz befindet sich zum größten Teil im hinteren Teil der Kathedrale. Wie die Kollegin gerade schon sagte, ist Jesus Dornenkranz gerettet. Das war das größte, das war das wichtigste Relikt in der Notre Dame. Und die große Schwierigkeit ist jetzt, dass dieses Dach der Kathedrale, das zu zwei Dritteln verloren ist, verbleibt war und dieser Bleiregen jetzt extrem gefährlich für die Feuerwehrleute ist, die nun von hinten in die Kathedrale kommen. Also es bleibt nach wie vor lebensgefährlich für die Feuerwehrleute, die noch im Einsatz sind. Immer noch im Einsatz sind, müssen wir sagen. Wir sehen hier weiterhin Live-Bilder, Katharina. Gerade für die ist es gefährlich. Wie sieht es mit den Anwohnern aus? Wir sehen hier die Rauchentwicklung. Sind Anwohner evakuiert worden? Gab es Verletzte? Was ist da momentan bekannt? Ich drehe mich mal in die Richtung. Keine zivilen Verletzten, die wurden sehr schnell evakuiert. Die ganze Insel ist im Prinzip für die Zivilbevölkerung geschlossen. Es gibt auf der Ile de la Cité ein paar luxuriöse Hotels, die natürlich jetzt in der Osterwoche in der rappelvoll waren. Und für die gibt es Notunterkünfte sowie die, für die Bevölkerung. Also diese Ile de la Cité ist ein ganz privilegiertes Wohngegend. Da gab es 1000. Da ist die Rundung. Da gibt's 1000 Bewohner, ich glaube nämlich, Leute, dass das Gewölbe quasi gehalten hat. Das heißt wirklich, das im Endeffekt das, was man hier auf diesem Bild gesehen hat, aber ich weiß, ihr das vorher gesehen habt. Welche Bedeutung Notre Dame für Paris hat? Also Notre Dame war im Prinzip vor dem modernen Paris schon Paris. Notre Dame steht wirklich im geografischen Mittelpunkt der Stadt, um die herum die moderne Stadt Paris gebaut wurde, so wie wir sie kennen. Die Kathedrale ist jetzt 855 Jahre alt, sie war also schon immer da. Und übrigens ist es ein wahres Wunder, dass sie, ich habe mich da schlau gemacht, dass dieser Brand heute Abend der erste Großbrand in der Kathedrale ist. Denn erstens hat sie die Revolution überlebt, da wird von den Revolutionären schon ein bisschen an ihr rumgekokelt. Und zweitens ist ein solches Baudenkmal in der Weltgeschichte relativ selten, beziehungsweise in der Geschichte Europas, weil vor der Erfindung des Blitzableiters Kathedralen oft nur, Kirchen und Kathedralen oft nur 5 Generationen überlebten. Also Notre Dame, heute Abend der erste Großbrand in ihrer Geschichte. Das, was das Feuer nicht 855 macht, Jahre das Wasser, alt, das läuft und, ja schon durch. Wie wir ja inzwischen wissen, wie die Feuerwehr sagt, gerettet. Ja. Zumindest was die wunderbare Fassade, die Kind überall auf der Welt, das schon mal den Film Notre Dame de Paris nach Victor Hugo gesehen hat. Das hat nichts mit Nachmachen zu tun, Nils. Ganz herzlichen Dank, Katharina. Das hat einfach damit zu tun, wir sehen dass man Anteilnahme zeigt. Und, hören, denke ich, den Sprecher von Notre Dame. In diesen schwarzen Stunden quasi auch geistig bei Frankreich ist. Aus ganz Frankreich bekommen und auch aus anderen Ländern. Ich möchte auch die Feuerwehrleute erwähnen und ihnen danken. Sie haben mit unerhörtem Mut sich den Flammen entgegengeworfen. Ich danke auch dem Präsidenten, dass er gekommen ist. Ich danke der Frau Bürgermeisterin. Alle Kirchen weinen heute mit Notre Dame. Wir sind alle vereint in diesem Bestreben und ich glaube auch die ganze Welt steht an unserer Seite. Vielen Dank. Ich würde halt echt wundern, Leute, mich würde halt echt interessieren, Leute, ob die eben wirklich dieses Gewölbe, also in dem Gewölbe quasi, da wo man sitzt, ob das auch mit abgebrannt ist oder ob das nicht abgebrannt ist. In Paris
Könnte natürlich sein, so wie das jetzt auf dem Gewölbe ausschaut, dass der Dach drüber war. Wahres Drama vor sich gegangen. Meine Gedanken und mein Dank gilt zunächst einmal den Feuerwehrleuten von Paris. Sie haben die Flammen bekämpft und kämpfen weiterhin gegen sie. Und seit einigen Stunden haben sie mit äußerstem Mut sich eingesetzt, mit höchster Professionalität, mit großer Entschlossenheit. Ich möchte hier Ihnen sagen, dass die gesamte Nation Ihnen dankt. Dank Ihres Einsatzes und dank des Einsatzes aller Kräfte des Staates, des Bürgermeisteramtes von Paris und insbesondere hier unserer örtlichen Kräfte, konnte das Schlimmste verhütet werden, auch wenn das Dach nicht gerettet werden konnte. Das sind sicherlich schwierige Stunden. Dank des Mutes der Kräfte konnte die Fassade und auch das Tragewerk im Wesentlichen gerettet werden. Ich möchte hier wohlverstanden auch meine Gedanken den Katholiken Frankreichs widmen, insbesondere in dieser Karwoche. Wir stehen an eurer Seite. Ich habe auch einen Gedanken für die Pariserinnen und Pariser. Und schaffen das auch, dass das wirklich nicht einstürzt, weil noch ist es noch nicht aus dem Schneider. Weil Wasser kann viel noch kaputt machen, Wasser kann quasi noch die gesamte Struktur schaden. Mehr oder weniger dafür sorgen, dass das Ganze doch noch letztendlich einstürzt. Sie durch die Flammen gefährdet, aber wir standen bei ihr. Ich möchte hier mich für unsere Landsleute aussprechen. Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Vorstellungswelt. Das ist der Ort, in dem wir alles erlebt haben. Unsere Dramen, unsere Epidemien, unsere Befreiung. Das ist das Zentrum unseres Lebens. Das ist wirklich ein Sinnbild. Das ist auch der Maßstab. In dem Sinne kann man eigentlich sagen, danke im Namen der gesamten Welt. Das ist wie ein Buch, das ist ein Gemälde. Das die Rettungskräfte, die stundenlang quasi die alles gegeben haben, Franzosen dieses gehört, historische Bauwerk zu retten. Immer sie auch kommen. Das ist die haben sich schließlich hier. Und das geht weiter. Die haben schließlich stundenlang alles gegeben, ihr Leben riskiert, um das Ganze hier. Ist für uns natürlich. Und das Ganze jetzt so weit hingebracht, dass es so ist wie jetzt, dass eben die Haupttürme und alles erhalten bleibt. Möchte ich auch. Obwohl es schon danach fast ausschaut, dass einer der Türme auch noch abbrennt. Ich meine, der war ja schon in Flammen gestanden. Diese Hoffnung, das ist der Stolz darauf, dass wir sie haben. Stolz! Auf all die, die gekämpft haben, damit das Schlimmste nicht eintreten konnte. Diese Soldaten des Feuers. Stolz, weil diese Kathedrale, die mehr als 800 Jahre alt ist, wir konnten sie verteidigen. Über all diese Jahrhunderte konnten wir sie wachsen lassen, sie verschönern. Ich möchte heute sagen, in all dieser Trauer, wir werden diese Kathedrale wieder aufbauen, alle zusammen. Das ist sicherlich ein Teil des Schicksals Frankreichs. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir das schaffen. Ich werde mich bereits morgen dafür einsetzen, dass diese nationale Kraftanstrengung ausgesprochen wird. Ich werde einen Aufruf an alle richten. Jeder und jede wird glücklich sein, hier etwas beizutragen. Wir werden sie wieder aufbauen. Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen. Denn das ist ein Teil der Franzosen. Das ist unsere Geschichte, die das verdient. Das ist unser Schicksal an der Wurzel gepackt. Vielen Dank. Ich finde natürlich auch super, dass die das Ganze wieder aufmachen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, eine noch einmal sehr emotionale Ansprache. Natürlich an alle Franzosen, auch an die Welt, die jetzt hier zuschaut. Jetzt noch Umarmungen und man sieht eben, wie emotional das Feuer in Notre Dame, in der Kathedrale,
Politiker, Geistliche, die ganze Nation trifft. Katharina Zielkowski zugeschaltet, unsere Frankreich-Korrespondentin. Normalerweise wäre das wahrscheinlich ein bisschen sehr pathetisch gewesen. Von Stolz ist da die Rede, Kathedrale aller Franzosen. Aber in diesem Falle ist es wirklich so, dass ganz Frankreich fast betroffen ist von diesem Inferno und die Worte wahrscheinlich wie Balsam sind für das französische Volk heute Abend, oder? Ja, ich habe auch das Gefühl, die Kernnachricht war, und deshalb hat er darauf gewartet, diese Aussage zu machen, das Schlimmste ist verhindert, wie er zuerst sagte. Und dann ist ja Emmanuel Macron jemand, der eine große Leidenschaft für die Geschichte mit dem ganz großen G für die nationale Geschichte hat. Sie haben es selber gehört, er appelliert an den Nationalstolz, spricht vom kollektiven Kulturerbe und hofft, die Kathedrale morgen, ab morgen, und wenn er morgen sagt, dann ist auch sicherlich morgen gemeint, mit allen Talenten, die in Frankreich zur Verfügung stehen, wieder aufzubauen. Könnte das auch ein Akt sein, der das französische Volk, das momentan, Stichwort Gelbwesten-Proteste, auch sehr schwer gespalten ist, auch wieder unter diesem Symbol vereint? Ja, das ist sicherlich seine Hoffnung, mit so viel Vibrato an die nationale Einheit, an den Nationalstolz zu appellieren. Heute Abend hat er irgendwann gesagt, dass er keinen Geschmack auf Politik hatte, dass er also nicht bedauert hat, um 8 Uhr nicht wie vorgesehen seine Ansprache zu machen. Heute Abend hat er die Gelegenheit beim Schopf gefasst, aber war sicherlich extrem, extrem gerührt, wie wir gesehen haben. Katharina Zielkowski, ganz herzlichen Dank für diese Informationen, Eindrücke aus Paris. Bei uns im Studio begleitet und eingeordnet hat dieses Inferno den Brand, von dem wir jetzt auch nochmal Bilder von vorhin sehen, Hartmut Ziebs. Er ist der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, hat uns hier mit Informationen, an der Stelle, Einordnungen, sachlichen scheint Informationen wirklich gerettet zu sein. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie den ganzen Abend hier... Bedanke ich mich für alle, die Anteilnahme gezeigt haben, mit dabei waren. Vielen Dank für die Einordnung. Wir hören Notre Dame. Ich würde sagen, wir beten im Endeffekt nochmal im Namen aller Bevölkerung quasi, dass dieses Abends, als der ganze Welt nicht weiter hin gut ausgeht und in sich zusammenbrach. Da war klar, der Mittelturm ist nicht mehr zu retten. Und mittlerweile geht die Feuerwehr auch mit Robotern in das Innere, schaut sich das Ganze an, um noch zu retten, was zu retten ist. Denn klar ist, auch wenn Teile gerettet